und herzlich willkommen zu meinem Maybelline New York Happy Holidays Adventskalender. Ich habe ihn in Amazon bestellt, denn es gibt ihn ja sowieso nur online, auch bei Rossmann und bei DM für 59,95. Und von der Verpackung her ist es eigentlich nichts Neues. Also so in der Art sind die ja schon mal gewesen. Ich habe auch den für 49 Euro, also für 50 Euro mir auch noch gekauft in Rossmann, weil die haben jetzt schon diese Adventskalender. Es ist Ende September, ja. Sehr früh eigentlich dran. Und den mache ich mir aber zu Weihnachten auf, weil ich denn diesen 1. bis 24. Tag so intensiv genieße und auch einen aufmachen möchte, ganz normal. So, und ich habe mir noch den Invisibubble gekauft. Den gibt es für 24,95. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich den jetzt auch bekomme. Ach, okay. Ich quatsch einfach mal weiter. Was habe ich noch für einen Adventskalender? Ich habe mir den Pinkbox bestellt auf Beauty Love. Ich reiß einfach mal das Ding jetzt einfach mal auf, ne? Auf Beauty Love habe ich ihn bestellt mit 20% Rabatt. Und jetzt habe ich ihn hoffentlich nicht kaputt gemacht. Ist egal. Ist egal. Mit Klebestreifen. Jo, ich habe gar keinen Bock drauf. Hätte ich das gewusst. Ach Mensch. Okay, ich lasse es wahrscheinlich einfach so. Genau. So, jetzt ist das Ding zum Aufklappen. Ah, so sieht es halt aus. Ne? Mit den, der ist halt 100% aus Karton, ne? Ohne Plastik. Also von der Verpackung her. Hier steht noch was drauf. You are powerful, loved. Ich kann es nicht aussprechen. Amazing, smart, beautiful. Brave, magical, strong, priceless, confident, more than you think. Mehr als du denkst, genau. So, mein Englisch ist nicht so gut, aber ich bin ehrlich. So, ich fange an mit Türchen Nummer 1. Die Zahnkammern so, es geht. Entziffern, die sind halt so, wie soll ich das beschreiben? So ähnlich wie diese Kästchen, die Farben. Hätten sie schwarz machen können oder dunkler. Manche Zahlen sind ausgeschrieben, manche Zahlen sind nicht ausgeschrieben und ich habe echt keine Ahnung, wo die Nummer 1 ist. Okay, krass, ich weiß es nicht. Das ist ja richtig schlimm. Ich kann mit der 2 anfangen, aber ist ein bisschen blöd quasi, weil ich mit der 2 anfangen würde. Hier, ach, die 1 ist ausgeschrieben. Jo, okay, krass. Hier ist ein Lidschatten drin. Und zwar ist es der Color Tattoo 24 Stunden Pink Gold. Ist so ein Lidschatten. Ich denke mal Originalgröße. Ist eine schöne Farbe. Kann man sehen. Ich kann es auch aufmachen. Das ist die Frage, wie macht man den auf? Ah, aufdrehen. Okay, alles klar. So hier. So sieht er halt aus. Wunderschöne Farbe. Ich habe, glaube ich, noch, habe ich schon mal Creme als Lidschatten gehabt? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine schöne Farbe. Ich glaube, das passt fast zu jedem. So, die 2 habe ich hier. Die 2 ist so. Waagerecht. Hier ist etwas drin. Und zwar eine Tube, eine Chic Head. Das ist so eine Shea Gel Cream Blush. Als Creme. Habe ich auch noch nie gehabt. Ich bin gespannt. Es ist eine süße kleine Größe. Ob es original ist, weiß ich nicht, aber ich meine, das bisschen reicht ja auch, ne? Also ich will mir nicht mein ganzes Gesicht damit zukleistern, habe ich auch nicht vor. Die 3 ist auch ausgeschrieben und die Kästchen fallen alle runter. Die 3 ist halt so. Bin gespannt, was drin ist. Etwas verpackt, okay, krass, warum? Nochmal Papier verpackt. Irgendwas Eckiges, Viereckiges. Das ist, ich kenne das. Ich weiß jetzt, was es ist. Es ist ein, so ein Stein, das weiß ich. Damit kannst du, glaube ich, die Lymphknoten in dein Gesicht so anregen und sowas alles. Und ist ein schöner Stein, der ist auch nicht irgendwie so billig verarbeitet. Nur die Farbe grün finde ich jetzt nicht so schön, aber okay. Aber ein wunderschön, also ein schöner Stein. Kein Billigprodukt. So, die Nummer 4. D4. Wo ist die? Ist die ausgeschrieben? Ich weiß es nicht. Wo ist die 4? Ah, ich habe sie gefunden. Jetzt fallen die ganzen Reihen runter. Okay.
Die Nummer 4 habe ich. Und zwar ist es irgendwas Längliches. Logisch, weil... Ja, es ist ein Mascara. Den mag ich auf jeden Fall. Das ist der Forces Mascara. Wasserfest. Ich habe ihn selber. Ich finde ihn gut und mir gefällt er. Also ich habe ihn selbst. Ist eine schöne Bürste. Die zeige ich euch gleich. Moment. So. Drin wieder. Ja, auf jeden Fall eine schöne Bürste. Sieht halt so aus. Sieht man die hier? Man sieht sie in der Kamera. Hier, ne? Schöne Bürste. Damit kann man gut was anfangen. Und ist ein schöner Mascara. Ich habe ihn selber. Aber irgendwie sah meine Pink ein bisschen anders aus. Irgendwie ist er ein bisschen dunkelpink. Keine Ahnung. Bisschen Farbe geändert. Ich weiß es nicht. Die Nummer 5. Die Nummer 5, die habe ich sofort gesehen. Ich lege einfach mal den Kalender einfach mal hin. So. So, die Nummer 5 ist ein bisschen klein, kompakt. Hier ist auch ein Nagellack drin. Okay, den kenne ich aber. Es ist nichts Neues. Es ist ein Color Show in 60 Sekunden. Eine schöne Farbe. Kann, glaube ich, jeder tragen. Also ist neutral, würde ich sagen. Aber ich kenne den schon. Ich kenne den. So, die Nummer 6. Ich hoffe, die ist leicht zu finden. Ja, die ist sogar ausgeschrieben. Hier ist auch wieder irgendwas Schweres drin. Ah, ich glaube, es ist der Lippenplumper. Also ich habe ja schon den Inhalt gesehen auf Amazon. Und das ist der Lippenlüfter. Ich habe noch nie so ein Produkt gehabt. Ich bin gespannt, wie er ist. Ich bin jetzt nicht so der Lippenstiftträger oder so. Also ich habe zwar Lippenstifte, die bestimmte Zeit halten. Aber ich bin halt nicht so, dass ich sowas jeden Tag trage. Weiß ich nicht, ist halt ungewohnt. Mag ich nicht. Die Nummer 7, die ist unter der 6. Sehr gut. Hier ist auch ein kleiner Mascara drin, so eine Art Probegröße. Was ich aber nicht schlimm finde, das ist der Force Slash Lift Mascara. Habe ich auch schon mal groß gehabt. Ich glaube, es ist sogar nicht wasserfest, aber egal. Oh, erstmal aufbekommen. Die Bürste ist so ein Teil, so ein Vieh. Ne? Aber wunderschöne Bürste. Ich habe den schon mal gehabt. War mit dem aber, glaube ich, nicht so zufrieden. Und in der Probegröße, so eine kleine Größe für unterwegs, ist es gar nicht so schlimm. Kann man immer gebrauchen. Die Nummer 8. Die finde ich jetzt nicht. Es ist die Frage, wo ist die Nummer 8? Die 8 ist sogar ausgeschrieben. Okay. Hätte ich ewig suchen können. Ist was Längliches. Ist, glaube ich, ein Originalprodukt, also Originalgröße. Klar, Originalprodukt sowieso, aber ne, von der Größe her. Das ist der Baby Skin Instant Pore Eraser. Das ist, glaube ich, der so eine Art Primer, genau. Ein Primer ist eine Originalgröße, keine Probegröße. Mit 22 Milliliter, also wirklich eine schöne Größe und ja. Ich finde auch, die Kalender haben sich im Gegensatz zu den letzten Jahren verbessert. Also damals war ja mehr Müll drin als gute Produkte. Die Nummer 8 hatten wir, die Nummer 9. Es ist die Frage, wie sieht die 9 aus? Ist die ausgeschrieben oder nicht? Das weiß ich nicht. So, ich finde sie nicht. Nein, ich finde... Ah, ich habe sie gefunden. Sie ist auch länglich. Länglich und leicht. Hier ist, glaube ich, ein Stift drin. So vom Klang her. Ja, es ist ein Stift. Es ist ein Stift. Ein schwarzer Stift. So. Jetzt muss ich gucken. Ist der Maybelline Tattoo Liner, aber als... Moment, das ist fast ein Stift. Ich kriege ihn jetzt auch nicht auf. Der ist zugeklebt wie sonst irgendwas. Ist ein kleiner Stift. Ich glaube, den kann man... Könnte man ihn rausdrehen? Ich weiß es nicht. Ich kriege ihn euch jetzt nicht auf. Könnte ich probieren, aber... Ah, nee. Dann dauert das Video definitiv noch eine Stunde länger. So, Nummer 10. Wo ist die Nummer 10? Ich hoffe, sie ist ausgeschrieben. Ja, ist sie auch. So, das ist die Nummer 10. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal gucken, ob es den Sephora Adventskalender auch gibt. Ich weiß ja schon, wie er aussieht, von der Verpackung her, vom Inhalt her. Es gibt, glaube ich, zwei. Einmal den normalen, der kostet ungefähr 45 Euro. Und einmal den Kollektion, also Premium. Der kostet ungefähr 70, so ungefähr.
Das ist der Superstay 7 Days. Ist eine schöne rosa Schweinchenfarbe. Ja, ist auf jeden Fall schön. So eine Farbe gab es noch nicht drin. Also von der Art her ja, aber diese Farbe noch nicht. Ist ein schönes Produkt und ja, kann man nichts falsch machen. Die Nummer 11. Es ist die Frage, wo ist die Nummer 11? Ich weiß es nicht. Wo ist die 11? Ich finde sie nicht. Toll. Ich suche mit euch mal gemeinsam. Ne? Also so ist das Suchen der Zahlen. Genau. Ach, die 11 ist sogar ausgeschrieben. Okay, krass. Hätte ich ja ewig gucken können. Ich suche die ganze Zeit nach Zahlen. Hier ist ein Lippenstift drin, den ich weitergeben werde, denn so eine Lippenstifte benutze ich gar nicht. Die halten nämlich nicht lange. Ne? Also sind so für den Moment, aber Haltbarkeit nicht so schön. Ja, es ist ein Dunkelrot. Würde ich auch sowieso nicht tragen. Ich mag keine dunkelroten Töne. Aber halt so ein Lippenstift ist ja schön und gut, nur ich mag diese Stifte nicht. Hier, 642, 642 ist die Farbe. Ja. Aber ich denke mal, viele mögen vielleicht diese Farbe, aber ich nicht. Tut mir leid. So, die 12. Die 12 habe ich schon mal gesehen. Und zwar hier oben. So, die 12 ist was Längliches. Ich hoffe, ich krieg's raus. Ja, es ist ein Stift, ein Lipliner, würde ich sagen. Sieht nämlich so aus. Lipliner, ja. Color sensationell, 750. Lipliner, ich denke mal schon, doch Lipliner, steht mich auch drauf. Aber der passt zum, ich zeige euch mal hier den Lipliner, der passt auf jeden Fall zum Lippenstift. Da passt der auf jeden Fall dazu und ich finde es gut. Also wenn du einen Lipliner hast, der auch zum Lippenstift passt, macht das nämlich Sinn. Deswegen. So, Nummer 13. Ich hoffe, sie ist nicht ausgeschrieben. Ist sie auch nicht. Sehr gut. Hier ist irgendwas Komisches drin. Komm raus hier. Ach, der Anspitzer. Moment, ist der kaputt? Nee, da ist nur der Deckel abgegangen. Okay. Es ist halt ein normaler Anspitzer, wo ich jetzt nicht weiß, wie der Deckel drauf geht. Ich habe ihn so. Einmal für große Stifte, einmal für kleine Stifte. Anspitzer kann man immer gebrauchen. Und ja, warum nicht? Also ist schön. Ist, glaube ich, auch ein Lückenfüller, aber es ist jetzt kein 1-Cent-Produkt oder so. Ist schon gut verbaut. Gebaut, wie auch immer. Hergestellt, was auch immer. 13, so, 14. Die 14. Wo ist sie? Ich habe sie gefunden. Die Nummer 14 ist wieder ein Tattoo-Dings hier, also so ein Lidschatten-Tattoo. Ja, genau. Hier, Color Tattoo Infinite, keine Ahnung. White, auch wieder 24 Stunden. So sieht er halt aus. Ich mache ihn wieder auf für euch, damit ihr auch die Farbe intensiv seht. Ist halt wirklich ein Weiß und ich guck mal, wie der halt so ist. So, zeige ich ihn euch mal. Ist eine schöne Creme, also Augencreme, Eyeshadowcreme und ist schön. Also fühlt sich sehr schön auf der Haut an. So, das nächste Produkt ist die Nummer 15. Wo ist sie? Wir suchen. Ich habe sie gefunden. Oh mein Gott. Jetzt geht es ja hier schnell. Ist was Längliches. Ist doch mal verpackt. Also doppelt verpackt, ne? Das ist ein Tattoo-Liner. Also, was ich auch drauf habe hier, Liquid, also für oben, so ein Eyeliner in Schwarz. Schwarz ist, glaube ich, super. Kann, glaube ich, hier jeder was damit anfangen. Sieht halt so aus. Ist ein flüssiger Eyeliner. Aber der ist nicht wasserfest. Schade. Weil ich mag wasserfeste mehr. Und es ist hier, richtig dünn gehalten. Wirklich dünn. Damit man auch, oh, voll daneben, damit man auch schön einen Strich auf den Augen machen könnte, wenn man wollte. Genau. Ich weiß gar nicht, was die so im Laden kosten, aber auch schon so um die 10 Euro. Ja, nochmal hier der Tattoo-Liner.
Ist auch ein tolles Produkt, war auch, glaube ich, noch nicht so im Kalender mit drin. Türchen Nummer 16 ist in der Nähe vom Türchen Nummer 15. Auch wieder wahrscheinlich was Längliches, weil es ja lang ist. Ja, es ist ein Concealer. Den habe ich schon sehr oft im Laden immer gesehen. Noch nie selber gekauft. Das ist die 01 Multi-Use Concealer. Ein Löscher, wie auch immer. Es ist so ein Concealer. Ja, wie gesagt, die Farbe. Ich denke mal, ob sie mir steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist ein hellerer Ton. Was ich auch schön finde. Die Nummer 17. Die 17, die ist hier oben in der Ecke. Sehr gut. Auch wieder wahrscheinlich irgendwas Längliches, weil es so länglich ist. Das ist wieder ein Lip Liner. Okay, ist das ein Lip Liner? Mal gucken. Ja, nee, Tattoo Liner. Aber wie fast braucht man den denn bitte? Den Tattoo Liner? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wozu braucht man einen Tattoo Liner? Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Beauty-Guru oder sonst irgendwas. Türchen Nummer 18. Habe ich auch wieder gefunden. Ist irgendwas Schweres, klein, könnte Nagellack sein. Ja, ist es auch. Ist ein roter, werde ich auch weitergeben. Ich mag Rot nicht als Nagellack. Es ist ein Fast-Gel, so ein Gel-Ding in der Farbe Rot. Schönes Produkt, aber die Farbe mag ich nicht, werde ich weitergeben und jemand anderes damit eine Freude machen. Nur mir nicht. So, Türchen Nummer 19. Ist was Leichtes. Es ist ein Probe-Mascara. Hatte ich eventuell schon mal in groß, bin mir nicht sicher. Das ist der The Golos, Golo, ach wie auch immer. Gollum oder so, keine Ahnung. Lies es einfach selbst. So. Ich bin nicht so gut in Englisch, tut mir leid. Der ist auch nicht wasserfest, aber der ist schwarz. So. Sieht halt so aus, das Bürstchen. Ist ein gutes Bürstchen, auch wieder so für unterwegs. Ein Mascara, super, kann ich gebrauchen für to go, falls ich mal früh irgendwas vergesse. Ich kenne mich ja. Die Nummer 20, die ist ausgeschrieben, die ist groß. Ist ja so wie Ü-Ei, wie Kinderüberraschung, mache ich ja auch immer. Hm? Wenn ich Überraschungseier kaufe, wenn die im Angebot sind, mache ich immer einen auf diesen. Trotzdem ist keine Figur drin. Hm, schlecht. So, hier ist was von Invisibobble. War ja auch mit drauf. Es ist aber in anderen Kalender auch was mit drin von Invisibobble, der für 50 Euro. Ich hatte noch 10% Rabatt von Rossmann, hab dann so mit 5 Euro gespart. Das sind diese Haargummis, die kennt, glaube ich, fast jeder. Und allein schon 3 Stück kosten ungefähr 5 Euro im Laden. Und von daher gefällt mir, kann ich gebrauchen. Sehr gut. Die Nummer 21, jetzt muss ich die erstmal finden. Wo ist sie hin? Komm, wir suchen wieder gemeinsam. Die Nummer 21. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Oder ich... Ah, ich habe sie gefunden. So. Auch wieder irgendwas Leichtes. Stift halte ich auf jeden Fall. Ich ahne es schon. Ein Kajalstift, den ich auch weitergeben werde. Ich benutze keine Kajalstifte mehr. Das ist der Line Refine. Keine Ahnung, ob ich das so richtig ausspreche. In schwarz kann, glaube ich, jeder fast damit anfangen. Also eine schwarze Farbe. Ganz normaler 0815er Stück, womit man sich ins Auge hier unten, ne, am Auge, wie auch immer, anmalen könnte, wenn man wollte. So, Türchen Nummer 22. Habe ich auch schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Hier ist wieder irgendwas Schweres drin. Ich tendiere zum Nagellack. Ja, es ist sogar einer. Das ist sogar der Super Stay-Nagellack. Den hatte ich auch mal. Habe ich den weggemacht, weil der war schon ein bisschen ausgetrocknet. Keine Ahnung. So, 7 Days. Auch eine Nude-Farbe. Kann, glaube ich, jeder tragen für die Jahreszeit Winter, Herbst. Super. Also von daher behalte ich. Logisch. So, Türchen Nummer 23. Vorletztes Türchen. Habe ich gefunden. Könnte wieder Stift sein, sagt mein Ohr. Es ist auch ein Stift. Und zwar ist es ein, was ist es hier? Maybelline Color Sensational Lip Liner. In dieser Farbe
Passt, glaube ich, zum Lippenstift eher weniger, aber okay. Aber ich habe so eine Lippenstifte in so einer Farbe. So. Also von daher gutes Produkt. Und die 24. Der heilige Abend. Wow. Ist hier was drin, was blank ist? Ich weiß es nicht. Es ist. Oh. Es ist dieser. So, ich kann es nicht aussprechen. Bronze Mascara, wie auch immer. Hier könnt ihr sehen. Der ist nicht wasserfest, auf jeden Fall nicht. Der sieht von der Verpackung her sehr strange aus, wirklich. Also, So sieht halt das Bürstchen aus. Schönes Bürstchen, kann man damit. Ja, ist ein wunderschönes Bürstchen, gefällt mir. Und ja. So, ich bin auf jeden Fall mit dem Kalender sehr gut zufrieden. Im Gegensatz zu den letzten Jahren ist da wirklich so an Produkten drin, die einem mehr Spaß machen, sie auszuprobieren, auszutesten. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch demnächst Sephora-Kalender noch irgendwie beschaffen. Keine Ahnung, ob es ihn gibt. Und auf den Pinkbox warte ich auch noch. Auf den Amazon Beauty Adventskalender hoffe ich mal, den gibt es auch wieder. Den wird es wahrscheinlich wieder später geben. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und ja, was gibt es noch? Ich glaube, sonst nicht mehr. Ich werde mir Nivea und Essence nicht antun in dem Jahr. Allein schon der Inhalt interessiert mich es gar nicht. Und von daher spare ich mir halt mein Cash, ne? Würde ich sagen. So, das war's zu meinem Maybelline Adventskalender Video. Er sieht nämlich jetzt so aus. Leer. Aber ich finde es schön, die haben kein Plastik für die Verpackung verwendet. Und den kann man auch wieder benutzen, wenn man wollte. Oder auch nicht. So, das war's zu meinem Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, ne? Genau. Bis dann. Tschüss.